Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann hat das einen Grund, weil würdest du keine Schwierigkeiten im Umgang mit deinen Emotionen haben, warum würde dich dieses Video dann überhaupt interessieren? Das ist absolut okay und nichts, wofür man sich schämen muss. Ich lade dich heute dazu ein, dieser Neugierde ein wenig zu folgen, denn ich erkläre dir in dieser Videoserie, was Emotionen sind, wie Emotionen dein Leben und deine körperliche Gesundheit besonders bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beeinflussen können und die einzige Art und Weise, wie du nachhaltig gesund mit deinen Emotionen umgehst. Diese Dinge, die haben mir sehr geholfen, heute ohne Symptome und Medikamente von Morbus Crohn zu leben. Mein Name ist Danny, ich bin Crohn- und Colitis-Coach. Willkommen zu dieser Videoserie über die Verbindung von Emotionen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Okay, wenn wir lernen wollen, mit Emotionen richtig umzugehen, dann müssen wir erstmal klären, was Emotionen eigentlich sind. Ich kann dir als deutscher Mann sagen, dass mir Emotionen den Großteil meines Lebens mal total egal waren. Ich dachte, ja, das ist Mädchenkram und neben Hunger und Durst habe ich selber gar keine Emotionen. Brauche ich auch nicht. Rückblickend würde ich mir wünschen, viel früher verstanden zu haben, was Emotionen eigentlich sind. Emotionen oder Gemütsbewegung bezeichnet eine psychophysische Bewegtheit, die durch bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird. Das ist die Definition von Emotionen auf Wikipedia und bedeutet nichts weiter als, dass du etwas in deinem Körper fühlst, das durch deine Psyche beeinflusst wurde. Sozusagen eine Mind-Body-Connection. Deine bewussten und unbewussten Gedanken können also Emotionen auslösen, die dann wiederum andere Gedanken erzeugen, was dann zu Handlungen führt, die die Emotionen weiter verstärken oder verringern und so weiter und so weiter. Es ist also ein Wirrwarr, in dem man recht schnell den Überblick verlieren kann. Der erste wichtige Punkt dieses Videos ist es zu verstehen, dass deine Emotionen so ziemlich alles in deinem Leben unter Kontrolle haben. Deine Emotionen kontrollieren dich. Lernen wir unsere Emotionen zu meistern, dann können wir so ziemlich alles erreichen, was wir uns vornehmen. Tun wir das jedoch nicht, dann sind wir eine Plastiktüte im Wind, ein Spielball der Gezeiten, ein Opfer. Alles andere als glücklich und gesund. Ich glaube, ein Beispiel zum besseren Verständnis wäre hier ganz wichtig. Vielleicht denke ich, dass ich nicht geliebt werden kann, wenn ich wirklich ich selbst bin. Ich habe über die Jahre mir so eine Maske erschaffen, die ich aufsetze, wenn ich unter Menschen bin, und ich meine hier keine FFP2-Maske. Es kostet mich wirklich sehr viel Energie zu vermeiden, dass Menschen wirklich herausfinden, wer ich eigentlich wirklich bin, denn diese Person kann nicht geliebt werden. Wurde sie auch noch nie, davon bin ich selbst sehr überzeugt. Diesen Glauben habe ich durch meine Vergangenheit des Öfteren bestätigt bekommen. Kinder haben mich ausgelacht oder gehasst, vielleicht haben mich andere sogar geschlagen, mich vernachlässigt oder mich nicht gewürdigt. Vielleicht bin ich immer wieder von den Menschen, die ich geliebt habe, verlassen und oder enttäuscht worden. Vielleicht war ich nie gut genug. Die negativen Emotionen, die aus diesen Gedanken kommen, die Angst oder die Trauer, ist so unerträglich, dass ich mir, wann immer sie aufkommt, online Essen liefern lasse, von dem ich aber eigentlich weiß, dass es nicht wirklich gesund für mich ist. Das hilft mir, die schlechten Emotionen für eine Weile zu verdrängen. Ich esse eine sehr große Portion, habe Gewissensbisse dabei und spüle diese aber noch mit einem Bier runter. Da dies immer mal wieder passiert, verschlechtert sich meine Gesundheit. Ich habe weniger Energie, höre auf Sport zu machen, ziehe mich zurück, meide soziale Interaktionen. Ich bekomme Verdauungsprobleme, werde gereizt, was laut meinen Gedanken die Chancen weiter verringert, so geliebt zu werden, wie ich eigentlich bin. Was mir dann noch stärkere negative Gefühle macht und mich noch öfter online ungesundes Essen bestellen lässt und so weiter. Ich könnte dann anfangen, Sport zu machen oder eine Diät beginnen, aber ich weiß, dass ich diese eh nicht lange durchhalten werde, weil ich denke, dass ich ein Versager bin, der nicht geliebt werden kann, wenn er nicht vorgibt, jemand anderes zu sein. Was denkst du? Wie viel Energie kostet es mich, dieses Leben so zu führen? Wie viel Leid erzeugen meine Gedanken und meine Emotionen? Wie viele andere ungesunde Entscheidungen treffe ich neben diesen, die ich gerade genannt habe, aufgrund meiner Emotionen noch? Was würde denn eigentlich passieren, wenn ich einen anderen Gedanken hätte? Was würde passieren, wenn sich mein Umgang mit meinen Emotionen ändern würde? Wie könnte die Geschichte dann ausgehen?
So richtig einig sind sich die Psychologen nicht, ob jetzt erst der Gedanke da ist oder erst die Emotion. Das ist aber für unser Video heute auch gar nicht so wichtig. Aber eins ist klar, deine Gedanken und Emotionen und der Umgang mit diesen sind der Gradmesser deiner Lebensqualität. Ich persönlich mag die Erklärung, dass Emotionen Energie in Motion, also in Bewegung sind. Das ist wirklich treffend, weil es wird suggeriert, dass da etwas ist, was da irgendwo hin will. Und jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher, denn was passiert, wenn dieses Etwas nicht dorthin kommt, wo es hin soll? Wenn es feststeckt, nicht wahrgenommen, unterdrückt, ignoriert oder verurteilt wird? Unser Gehirn ist mit unserem Nervensystem eng verbunden, besonders mit dem Vagusnerv. Dieser zieht sich durch unseren gesamten Körper und vernetzt sich mit unseren Verdauungsorganen. Je nachdem, welche Reize unser Gehirn an unser Nervensystem weitergibt, kann die Verdauung entweder gut oder schlecht funktionieren. Sendet es Signale, dass wir in Gefahr sind, verschlechtert sich die Verdauung. Sendet es Signale, dass wir sicher sind, verbessert sich die Verdauung. Neue Erkenntnisse zeigen ebenfalls, wie unsere Emotionen über diesen Vagusnerv unser Darmmikrobiom beeinflussen, also die Bakterien und Pilze im Dickdarm. Menschen mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm und so weiter weisen meist eine Imbalance in der Darmflora auf, welche die Symptome weiter verschlechtern, uns depressiv fühlen lassen und sogar zu weiteren Erkrankungen führen können. Kannst du sehen, wie wichtig es für unsere Gesundheit sein kann, dass wir richtig mit unseren Emotionen umgehen? Eine gesunde Ernährung ist wichtig, doch was, wenn unser Verdauungssystem nicht richtig funktioniert? Wie viel bringt die Ernährung dann noch? Ein Zitat aus einem Buch namens When the Body Says No von Gabor Mate beschreibt sehr gut, was sich an unserer heutigen Medizin, gerade wenn es um chronisch entzündliche Darmerkrankungen geht, so kritisiere. Er sagt: Krebs, und das ist in unserem Fall so ein Stellvertreter für so ziemlich jede Krankheit, Krebs auf einem intrazellulären Level zu verstehen, also auf einem mikrobiologischen Level, ist wie einen Verkehrsstau zu analysieren, indem man sich den Motor des Autos anschaut. Wir müssen meiner Meinung nach verstehen lernen, das ganze Bild zu sehen. Das gesamte Leben der Person, denn alles, was die Person tut, kann einen positiven oder negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Deshalb zurück zu den Emotionen. Wir können eine ganze Reihe an unterschiedlichen Emotionen fühlen. Die Wissenschaft meinte, es gäbe 27 von denen, während die Psychologen meist nur von einer Handvoll Grundemotionen sprechen. Aber egal ob Mann, Frau oder transsexuell, wir alle fühlen diese Emotionen. Plutschiks Rat der Emotion ist ein Weg, diesen einen Namen zu geben. Das kann uns definitiv helfen, unsere emotionale Intelligenz zu erhöhen. Zu wissen, was du gerade fühlst, wenn du es fühlst, und es benennen zu können, ist super hilfreich, um die Muster zu erkennen, die hinter den Emotionen stecken. Wann genau werde ich traurig oder wütend? Was denke oder sage ich mir in diesem Moment? Wo bin ich, wenn es passiert? Aber Emotionen haben noch viele weitere Eigenschaften. Wo in meinem Körper fühle ich die Emotion? Verspannt sich etwas oder verkrampft? Ist es ein schweres Gefühl, vielleicht ein brennendes? Ist es groß oder klein? Woran merke ich eine Emotion überhaupt? All diese Fragen helfen uns, eine emotionale Intelligenz aufzubauen, eine Superkraft, die in unserer Zeit leider immer weiter verloren geht. Ganz schön problematisch das Ganze, oder? Würde es nicht einfach besser sein, wenn wir keine Emotion haben? Ja, die Wissenschaft geht davon aus, dass Emotionen eine Art des Überlebensmechanismus darstellen können. Also, wenn wir einer Gefahr gegenüberstehen, müssen wir schnell handeln, ohne lange zu überlegen. Ein starkes, fast schon überwältigendes Gefühl hilft, schnelle, richtige Entscheidungen zu treffen, um der Gefahr ein Schnippchen zu schlagen. Da wir soziale Wesen sind und über Millionen von Jahren auf die Gruppe oder auf den Stamm angewiesen waren, um zu überleben, haben wir ein komplexes emotionales Netz entwickelt, das unser Zusammenleben noch ein bisschen vereinfacht. Dieses Update kommt aber auch so mit seinen Tücken, besonders dann, wenn das eigene Leben immer und immer sicherer geworden ist. Okay, fassen wir fürs Erste zusammen. Alle Menschen haben Emotionen. Alle. Auch Macho-Männer. Emotionen sind ein wichtiger Teil eines gesunden Lebens. Deine Emotionen und der Umgang mit ihnen, besonders mit negativen Emotionen, ist der Gradmesser deiner Lebensqualität und Gesundheit. Über den Vagusnerv haben Emotionen direkten Einfluss auf unsere Verdauung und auf unser Darmmikrobiom.
Wir wollen also einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen lernen, um sicherzugehen, dass unsere Verdauung so gut wie möglich funktionieren kann. Wie du mit negativen Emotionen am besten umgehst und eine geführte Übung, um Emotionen zu verarbeiten, das erkläre ich dir im zweiten und dritten Teil dieser Videoserie. Der nächste Teil kommt nächste Woche Dienstag 18 Uhr, deshalb klicke jetzt auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du dies nicht verpasst. Schaust du dieses Video später an, dann kommt gerade rechts oben irgendwo ein Link zum zweiten Teil. Ich hoffe wirklich, ich kann dich mit dieser Videoserie ein wenig begeistern, mehr über das Thema Emotionen zu lernen. Es war für mich immens wertvoll, dieses Thema endlich anzugehen und es hat sich wirklich positiv auf meine Darmgesundheit ausgewirkt. Was denkst du über Emotionen? Haben sie für dich einen großen Einfluss auf den Darm? Ja oder nein? Lass uns das bitte unten in den Kommentaren wissen. Sollte dir das Video heute gefallen haben, dann würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Heute sehe ich dann im zweiten Teil wieder, also mach's hübsch. Neben Hunger und Durst, neben Hunger und Durst habe ich keine Emotions. Schamanen sagen, dass mir Emotionen mal komplett egal gewesen sei.